daraufhin habe ich 25 gekündigt. Wer weiß die Gewerkschaft denn? Das ist wohl ein Witz, dass allein Volksgruppen, die sich hin und wieder eine Veranstaltung organisieren, um sich bei den Mitgliedern einzuschneiden. Und schlussendlich sind die benachteiligt, die was bei den Streik teilnehmen und den Tag nicht bezahlt kriegen. Auf lange Sicht ist es nicht kostengünstig. Letztendlich tauschen sich alle mit Leuten aus, die nur einen befristeten Arbeitsvertrag bekommen. Oh. Wenn man 10% austauscht und diese steuermäßig einen Kosten abschneiden lässt, können wir sie abzubringen. Ja, schon. Aber bist du sicher, dass wir keine Probleme mit den Finanzbehörden bekommen? Mach dir keine Sorgen, ich kann auf Beziehung erzählen. Wie gefällt's dir denn da? Ach, da bin ich, meine Stadt. Die Aussicht ist wunderschön. Ja, aber die Aussicht, die sie haben, ist viel schöner. Ach, da bin ich. Du bringst mir ganze Verlegenheit. Karin, dann ist das der richtige Moment, sich einmal gehen zu lassen. Liebe Karin, was bleibt uns übrig, wenn wir auf unsere Träume verzichten müssen? In unserem Fall Bankkonten und Besitztümer. Ja, gestern war es recht angenehm. Außer Bartolomeo, der immer aufdringlich und lästig war. Er ist nie von meiner Seite gewichen. Na, jetzt bin ich in der Stadt. Fahr grad bei den Armviertel vorbei. Früher oder später werde ich mir das Viertel kaufen, mit dem Spaß alles abzureißen. Wenn ich so richtig nachdenke, müsste mir die Gemeinde eine Menge bezahlen, damit ich meinen Plan durchführe. Weil da leben eh alles nur Huren, Diebe und Mörder. Place your bets, please. Einsätze bitte. Okay, alles auf 14. Heute habe ich schon 18.000 € verloren. Was interessiert denn dieses Geld? Hauptsache, du hast deinen Spaß. Ja, aber weißt du, ich habe einen Mann, dem ich am Monatsende jeden Cent erklären muss. Wenn ich noch nicht richtig erinnern kann, habe ich die Alp schon vor der Heirat gewarnt. Frauen in unserer Position brauchen keinen Mann, der uns sagt, was man zu dir hat. Und schon gar nicht mit den Problemen langweilen. Du hast bestimmt recht. Willst du heim vor? Ja, da gehen wir. Nein, wenn, fährst du allein heim. Wenn du über die Stirn reingehst, dann rief ich dir ein Taxi. Okay, tschüss. Man sieht, du warst ein bisschen hart gerade zu ihr. Was willst du denn einer Freundin da haben, die eh eine Belastung ist?
Kompliment, ein schönes Auto. Das kann man von Ihrer Schrottkiste nicht gerade sagen. Das ist ja eine Verschlechterung vom Straßenbild. Ihr Reichtum rechtfertigt Ihre Unhöflichkeit aber nicht. Entschuldigung, verwechseln Sie bitte Ehrlichkeit nicht mit Unhöflichkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wiederschauen. Hallo Karin, ich bin's, Paolo, dein Finanzberater. Hallo Paolo, was gibt's? Hör mal, ich wollte dich über ein interessantes bevorstehendes Gespräch informieren. Du weißt ganz genau, dass ich von Finanz und Geldanlage nichts verstehe, deswegen bezahle ich dir. Ja, aber ich habe immer ehrlich gearbeitet und dank mir hast du immerhin 25% deines Vermögens aufgestockt. Schau, Paolo. Wenn es nicht so war, dann hätte er schon vor Jahren einen Aufpass gegeben. Mir ist der Unterschied zwischen Gewinn und Verlust bekannt. Aber noch nicht mehr. Um welches Geschäft geht es denn? Ja, jedenfalls. Es sind Aktien von Lehman Brothers. Ich weiß nicht, sagt dir das etwas? Jedenfalls sind sie sehr lukrativ und ich kann mir vorstellen, dass du daran interessiert bist. Und wenn du Lust hast, bereite ich einfach alles vor und du kommst bei mir im Büro vorbei und unterschreibst alles. Ja, okay. Dann komme ich morgen im Laufe des Vormittags einmal vorbei. Bist du im Büro? Natürlich, Karin, für dich immer. Komm einfach im Büro vorbei. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Ja. Gerade ausgesetzt sind, welche in Konkurs geraten ist und ein Finanzloch von über 1 Milliarde Euro und über 4.000 Arbeitslosen hinterlassen hat.
Ja, die gesamten Schulden der italienischen Investoren sind ziemlich begrenzt. Der Gesamtbetrag überschreitet etwa 250 Millionen Euro. Nicht viel, wenn man die Verluste in Frankreich und Großbritannien vergleicht. Der mögliche Domino-Effekt beunruhigt sicher mehr. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signal. Na, der ist weg. Das kann ja nicht sein. Das Unglaubliche daran ist, dass sogar dieselben Angestellten der Lehman Brothers nichts gewusst haben. Viele von ihnen haben den finanziellen Zusammenbruch direkt aus der Zeitung oder aus dem Fernsehen erfahren. Hallo? Hallo Patricia, ich bin's, die Karin. Kannst du bitte ganz schnell kommen? Ich bin total verzweifelt. Bitte schnell. Ja, Karin, ich komme gleich. Wenn dein Finanzberater ins Ausland gegangen ist, hast du noch lange nicht, dass du jetzt das ganze Geld verloren hast. Ich meine, du hast in der Teilzeit auch hin investiert, oder? Ja, ich habe alle Dokumente unterschrieben und somit mein ganzes Vermögen in die verdammten Aktien investiert. Zumindest bleibt ein neues Haus. Nein, eben nicht da. Das Haus habe ich leider gemietet, um gewisse steuerliche Gesetze zu umgehen. Mir gehört nicht einmal die Einrichtung. Weder die da, noch die vom Haus am Meer. Was sehen, es wird alles wieder gut werden. Ich bin arm. Verstehst du, ich bin arm. Ich kann nicht arm sein. Lieber sterbe, bevor ich arm bin. Ich darf gar nicht drüber nachdenken. Du kannst ja deine Freunde um Hilfe bitten. Na, welche Freunde? Außer du, und du bist meine Assistentin. Mit denjenigen, mit denen ich schon ins Leben geführt habe, die nehmen wir nicht einmal mehr beim Telefon ab, sobald sich die Nachricht verbreitet. Ja, wenn sie die Nachricht verbreitet. Und was denkst du? Ja, du kannst dir ja einen reichen Mann nennen, bevor sich die Nachricht herumspricht. Der Bartolomeo ist das sein, nicht nur scharf auf dich. Du kannst ihm heiraten und nachher kannst du die Arme noch scheiden lassen. Dann kriegst du auch die Hälfte Vermögen für ihn. Patricia, bitte nicht den Bartolomeo. Der ist grässlich. Ja, wenn du andere Männer kennst, desto besser. Na, leider zur Zeit nicht. Eigentlich nur ihn. Ja, rufen halt einmal sofort an. Danke. Wenn ich denke, wie oft ich dich gefragt habe, mit mir rauszugehen, ich kann es nicht glauben, dass du heute bei mir da sitzt. Bartolomeo, die Liebe trifft allem in einen unverhofften Moment ein. Sie reist da mit und man kann nichts dagegen tun. Kim Karin, ich glaub dir kein Wort. Wo kaufst du mit der Wahrheit? Wieso kannst du mir das nicht einfach glauben, was ich doch gesagt habe? Karin, ich bin groß genug. Dein Interesse an mir auf einmal, das ist unglaubwürdig. Manchmal passieren Dinge im Leben, die uns zum Nachdenken bringen. Ich habe gemerkt, dass viele Leute, die mich umgeben, dass sie die falsch eingeschätzt haben. Das ist mir am Wochenende, das wir gemeinsam verbracht haben, aufgefallen. Ganz überzeugt hast du mich noch nicht da. Vorgestern in der Früh bin ich aufgestanden und habe mich in den Spiegel umgeschaut. Ich habe gemerkt, dass ich so langsam Falten kriege. Ich möchte nicht später einmal allein im Bett aufwachen und eigentlich merken, dass ich leider eine alte Zicke bin. Ich möchte mit jemandem mein Leben teilen. Ich möchte jemanden an meiner Seite haben. Und derjenige bist du, Bartolomeo. Ich habe lange Zeit gewartet auf diese Worte. Schöne Wohnung hast du. Ja, das ist leider Eingangsbereich. Weißt du, wenn wir das Wohnzimmer und einen Haufen andere Räume und die Räume sind sicher auch interessant. Wenn du willst, gehen wir im Wohnzimmer rein, etwas trinken dabei. Ja, dann machen wir uns inspiriert. Dann schau ich die Tasche. Ja, das ist ja los. Hast du den Schlüssel drin? Bitte. Was machst du heute hier? Weil heute habe ich eigentlich eine wichtige Sitzung in der Firma. Weißt?
Und das könnte wahrscheinlich länger dauern. Deswegen weiß ich nicht genau. Eigentlich ist es schon spät, ich muss es so probieren. Wenn magst, können wir heute Abend in die Oper gehen. Ich kann so zwei Eintrittskarten organisieren. Nein, heute nicht. Beziehung. Weißt, ich brauche meine Freiheiten. Und so Schlingen um den Hals, die gefallen mir schon gar nicht. Was? Bin ich eine Schlinge für dich? Na Karin, sei nicht so naiv. Die Monogamie ist aus der Mode gegangen. So ist sogar die Wissenschaftler. Du bist ein blödes Arschloch. Du hast mich leid ausgenutzt. Karin, wacht. Ich zieh mich fertig ohne reden wir drüber. Was soll denn das jetzt? Ich bin nicht gezwungen, mit mir mitzugehen. Du bist gerade genug zu wissen, was du dir hast. Ich habe dir gestern am Morgen genau erklärt, welche Mann an meiner Seite möchte. Wenn du nicht der Typ Mensch bist, dann hast du keine Hoffnung mehr machen werden und du hast dich zurückziehen müssen. Wo gehst du jetzt hin? Das ist schon mein Familienschmuck. Spinnst du jetzt? Ich lade dich bei mir hin und du stehst mir meinen ganzen Schmuck. Ich hole jetzt die Polizei. Ich glaube, ich habe ihn umgebracht. Karin, du musst dich der Polizei stellen. Ich telefoniere mit dem Rechtsanwalt Moretti und der wird dich zeitlich informieren. Patrizia, bitte warte. Es muss dich eine andere Möglichkeit geben. Aber Karin, das ist Totschlag. Du gibst keine andere Möglichkeit. Warte, Karin! Der Paolo, was tust du da? Jawohl, Karin. Du, die Tiere ist schon getroffen gewesen. Dann haben wir gedacht, ich komme ja auch und dann warst du. Reicht es dir nicht, was du mir am Freitag umgetan hast? Nein, nein, Moment einmal. Ich und deine Lehmann-Brauner-Aktien alle schon verkauft. Also du hast wieder etwas verloren, noch einen Verlust gemacht. Was heißt das? Wir haben gar nichts von meinem Vermögen verloren. Ja, nein, gar nichts. Du bist noch reicher wie davor. In deine Aktien super verkauft. Was heißt das? Wir haben nichts von meinem Vermögen verloren. Ja, was heißt da verloren? Du bist noch reicher wie davor. Aber du warst den ganzen Tag nicht aufhängen, Bo. Ich habe frisch nicht mehr gewusst, was dir. Ja, ich war mit dem Gewinn, was ich mit deinem Geld gemacht habe, bin in Barcelona heute gewesen mit meiner Familie. Ja, wieso denn?